Diesen Monat gibt es im Computerspielemuseum einen meiner ganz persönlichen Lieblinge, nämlich Secret of Mana, welches 1993 für den Super Nintendo erschien. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein riesiger Fan des Super Nintendos bin. Schließlich war das auch meine allererste Konsole. Und wer mich ein Stückchen besser kennt, der weiß, dass ich ein ganz, ganz großer Fan von sogenannten JRPGs bin. Lufia 2, Terranigma, Chrono Trigger, Final Fantasy 6. Das Super Nintendo brachte für mich persönlich die besten Spiele dieses Genres hervor. Und mein erstes JRPG, tja, das war Secret of Mana. Das Spiel beginnt im malerischen Quelldorf, wo der männliche Protagonist, den Namen dürft ihr übrigens selbst bestimmen, mit seinen Freunden auf einem Baumstamm spielt. Es kommt, wie es kommen muss, und Markus, ja, ich war sehr kreativ bei der Namensvergabe, fällt vom Baumstamm und muss den Weg zurück ins Dorf finden. Dabei findet er das Mana-Schwert, welches er aus seinem Schlummerschlaf befreit. Im Dorf samt Schwert angekommen, beginnen auch schon die Probleme. Nicht nur, dass Markus sich gegen eine riesige Gottesanbeterin behaupten muss, nein, er wird daraufhin auch aus dem Dorf verbannt. Kurz darauf wird er als Träger des Schwertes mit der Aufgabe konfrontiert, die Welt zu retten. Keine leichte Aufgabe für Markus. Zum Glück findet er im Laufe seines Abenteuers treue Gefährten, deren Namen ihr natürlich auch wieder selbst bestimmen dürft. Als erstes trifft er auf das mysteriöse Mädchen, bei mir natürlich Cynthi, die ihren liebsten Hagen finden möchte. Cynthi ist ein wenig eigensinnig, deswegen macht bitte nicht denselben Fehler wie ich und ignoriert sie, denn das mündet darin, dass sie euch kurzzeitig verlässt und ihr plötzlich alleine da steht. Auf dem Weg zum Lavatempel trifft ihr die kleine Koboldin, bei mir natürlich Consti, welche unbedingt in ihr Heimatdorf zurückkehren möchte. Auch Consti hat eine, sehr höflich formuliert, eigene Art an sich. Zusammen begibt ihr euch auf die Reise, erlebt gefährliche Abenteuer und versucht die Ordnung in der Welt wiederherzustellen. Damit das gelingt, könnt ihr insgesamt 8 verschiedene Waffen sammeln, die ab und zu auch für kleine Rätsel genutzt werden. Während Markus eher der Mann fürs Grobe ist und neben dem Kampf mit Waffen keine besonderen Fähigkeiten aufweist, können seine beiden Begleiter Cynthi und Consti im Laufe des Abenteuers auch Zauber lernen und euch mit diesen unterstützen. Diese sind vor allem in den zahlreichen Bosskämpfen von unschätzbarem Wert. JRPG-typisch sammelt ihr mit erfolgreichen Kämpfen Erfahrung, welche euch wiederum im Level aufsteigen lassen. Neben den Charakteren können auch eure Waffen leveln. Hierzu bedarf es eines Upgrades beim Zwergenschmied Berti. Gegen Orbs, welche ihr durch erfolgreiche Bosskämpfe erhaltet und ein gewisses Entgelt, immerhin muss der Gute auch von irgendwas leben, könnt ihr eure Waffen in 8 Stufen aufwerten. Durch häufigen Gebrauch schaltet ihr immer stärker werdende Spezialattacken frei, die durch das Gedrückthalten der Angriffstaste aktiviert werden. Secret of Mana zählt auch heute noch mit seiner farbenfrohen Grafik zu einem der beliebtesten Super Nintendo Spiele aller Zeiten. Umso unverständlicher ist es, dass der Nachfolger Secret of Mana 2, welcher ebenfalls für das Super Nintendo erschien, leider nicht in Europa veröffentlicht wurde. Aber sei es drum. Ich werde nie die unzähligen Stunden vergessen, die ich mit Secret of Mana verbracht hatte. Secret of Mana ist und bleibt eine meiner liebsten Kindheitserinnerungen und deswegen passend zum 25-jährigen Jubiläum der Reihe unser Spiel des Monats im Juni. Und ausgerechnet Konstantin hat das Secret of Mana seinerzeit nicht gespielt, weswegen ich ihn mir einfach gegriffen habe, um ihn an diesen Klassiker heranzuführen. Jedoch stellte er sich so unbeholfen an, dass ich dann anfing mitzuzählen, wie oft er wohl beim ersten Boss sterben wird. Und? Noch ein Schlag, ne? Komm schon. Es fehlt nicht mehr viel, jetzt hast du. Jetzt! Nur 3-mal gestorben, ich würde sagen, das ist mein persönlicher Erfolg hier. Das erinnert mich ein bisschen auch an Dark Souls, muss man sagen. Da bin ich auch am Anfang so hoch gestorben. Aber bei Dark Souls bleibst du auch tot. Ja. Gut, okay, Konsti. Du weißt jetzt, was du im Monat Juni zu tun hast. Wenn ihr auch Secret of Mana spielen wollt, dann kommt einfach ins Computerspielmuseum. Wir freuen uns auf euren Besuch. Ciao, ciao. Tschüss. Meine Güte, man muss sagen, das ist wirklich hart. Das Spiel verzeiht da hinten wirklich gar nichts hier. Ich versuche mal den Aufladeschlag. Du solltest aber auch schon hingehen und den treffen. Und ja, versuch mal mit den normalen Schlägen. Ich versuche den Aufladeschlag. Okay? Ja. Und ich bin jetzt bewusstlos. Du weißt gar nicht, wie groß das Bedürfnis gerade ist, selbst zu spielen. Lass mich, ich schaff das schon. Ich schaff das. Halte das Schwert vor sich und warte, bis es 100% fackfähig ist. Okay, ich versuche mal. Okay, jetzt wollte ich hier gerade jemanden aus dem Publikum fragen, ob die das vielleicht besser machen können. Und auch wenn ich ganz schön gemein zu Konstantin beim Spielen war, so hat uns Secret of Mana doch ein kleines Stückchen näher zusammengebracht. Okay. So, Konstantin.